Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Ich habe die aktuelle Aktion genutzt, um mich ein bisschen mit Designpapier einzudecken. Wir haben ja im Moment die Aktion, kaufe 3 Designpapiere, bekomme das 4. gratis dazu. Und da habe ich einfach mal mich so ein bisschen mit Designpapier eingedeckt und möchte euch heute vorstellen, das Designpapier Weihnachtsfreuden mit den Farben Espresso, Marineblau, Olivgrün, Glutrot, Tannengrün und Flüsterweiß. Das ist tatsächlich auch ein Weihnachtsdesignpapier, was wir im Jahreskatalog schon haben. Das heißt, wer aktuell anfangen möchte mit den Weihnachtsbasteleien, der kann schon starten. Papier gibt's schon. Aber wir warten nur noch ein ganz kleines bisschen. Dann kommt auch unser Herbst-Winter-Katalog. Und dann geht's richtig los mit Weihnachtspapieren. Ja, wie ihr das von mir kennt, habe ich sie klein geschnitten in 6x6 Inch. Und habe von jedem Papier eine große Seite behalten, aus Gründen, falls mal was bisschen groß gebraucht wird. Aber so kann ich euch prima hier Vorder- und Rückseite zeigen. Einmal hier in Grüntönen mit Tannenzapfen und schlicht gepunktet auf der Rückseite. 2 lege ich zur Seite. Sie haben ja immer noch dasselbe Design, denn aus einem großen Bogen bekommt man ja 4 kleine Bögen heraus. Hier haben wir ein Karomuster und auf der Rückseite Christsterne. Hier haben wir ein paar, die erinnern mich noch so ein bisschen an letztes Jahr Weihnachten, die Kugeln. Und auf der Rückseite in Rot. Das ist bestimmt gar nicht schlecht für Verpackungen. Dann haben wir hier einen grünen, ja, Blumen, Tannen. Das erkennt man hier noch. Ja, so irgendwie. Und auf der Rückseite haben wir dann grün kariert. Dann haben wir hier nochmal Punkte in hell und auf der Rückseite kleine Glöckchen mit ein bisschen Tanne. Und wir haben nochmal ein Rot kariert auf der Rückseite Hirsch und Reh, würde ich sagen. Ja. Ein weihnachtliches Designpapier. Wer also jetzt schon anfangen möchte, Weihnachtskarten zu gestalten, damit es nach hinten raus nicht so stressig wird, der kann gerne nochmal unsere Aktion nutzen, die wir jetzt im Juli noch haben. Habt ihr Interesse dran, sprecht mich gerne an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!